Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK und heute mal etwas entspannter. Und zwar möchte ich mir endlich mal hier eine kleine Fischerhütte bauen zum Angeln in Ruhe und Frieden. Und ich habe hier schon ein bisschen freigeräumt, meine Wasserleitung schon etwas verlegt. Den hier habe ich gelassen als Orientierung. Und jetzt muss hier noch das letzte Geröll aus dem Weg. Und dann können wir auch schon mit dem Bauen anfangen. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ne? Ein widerspenstiger Stein, okay. So, das kleine Gedrödel hier auch noch weg. Für die, die es noch nie wissen, Peitsche für alles, was mit der Hand aufgenommen werden kann. Ob das Steinchen sind, Büsche, Siliziumperlen, die da vorne irgendwo sind. Wo haben wir sie denn? Da, ich glaube da. Ja, da sind sie. Items, die fallen gelassen wurden, Code natürlich, also alles, was ihr normalerweise mit der Hand aufheben könnt. Ein unglaublich praktisches Werkzeug. Und dann haben wir jetzt hier auch gleich... Oh, das sieht ganz gut aus. Oh, hier kam noch irgendwo ein Sand. Okay, so, das Zeug schmeißen wir erstmal raus hier, brauchen wir nicht. Und dann fangen wir mit dem Bauen an, hier natürlich wieder mit unserem lieben Broken Arrow. Unser Lastenkahn der Lüfte. Ist es einigermaßen, nee, ist noch nicht gerade. Ja, noch nicht ganz. Das sieht gerade aus. Jetzt muss ich mal gucken. Ob das funktioniert. Ich baue einfach erstmal und dann gucken wir, ob das funktioniert. Natürlich kommt ein Gewitter. Warum auch nicht? Ja doch, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und jetzt tricksen wir ein bisschen und zwar mit den Triangle Ceilings. Die Kollegen hier brauche ich und die da. So, denn ich will hier einen Steg so leicht in den See hinein. Komm, geh an die Ecke. Geh an die Ecke. Geh an die Ecke. Geh nach unten. Nach unten. Geh. Da hinten war irgendwo ein Caprosaurus, glaube ich. Okay, versuchen wir mal durchzuschalten. Kriegen wir nicht hin. Oh, das gibt's doch nicht. Okay. Dann doch etwas umständlicher. Komm, los, los. Snap, Ecke, Ecke, Ecke. Und jetzt unten, geh unten drunter, geht doch. Na, na, ah. So. Und es fehlt natürlich noch was. Und da kommt der Ralf Mürström, wie sein Charakter hier heißt. Falls du das sehen solltest, hi. Verdammt, ach Gott, bin ich blöd.
Ich sag gerade noch, da fehlt unten was. Gut. Das baue ich erstmal nach. Obwohl, ich glaube, da habe ich oben noch welche. Aha. Oh. Davon nehmen wir auch ein paar mit. Strom brauchen wir gerade nicht. Deswegen stört uns das jetzt wenig hier. Das geht wieder. Okay. Nee, der Kaposuro scheint sich da irgendwie am Felsen festgehangen zu haben. Okay, dann nochmal das gleiche, weil es so schön war. Zack. Da auch nicht. Was? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Na gut. Ist zum Glück nur Holz. Kleinen. Zack, zack. Jetzt sollte da ein Schuh draus werden. Und perfekt. Geht doch. Eigentlich wollte ich erst mit den Rounded Pillars von Pillars Plus arbeiten. Aber die lassen sich nicht auf Ecken snippen. Was natürlich etwas schade ist. Aber gut, können wir jetzt gerade nicht ändern. Dann nehmen wir halt die dicken. So. So. Und jetzt sollte rein theoretisch die Geschichte nicht zusammenbrechen. Okay. Dann. So geht das auch nicht. Ach, Manu. Okay, dann machen wir das halt so. Und das können wir schon mal wegnehmen hier. Jetzt die kleinen hier drin? Ne, die Medium. Nur die kleinen. Na, na. So. Und. Oh, okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Zack. Medium. Ja, könnte so einfach sein. Was ist jetzt los hier? Zack. Zack.
Was? Warum? Oh Mann. Oh Mann. Na gut. Ja, ja, wer schön sein will, muss leiden, heißt es ja. Aber das macht nichts. Bauen wir halt ein bisschen nach. Man könnte ja auch einen Catwalk nehmen, aber der ist mir ehrlich gesagt zu dünn. Ceilings, uns fehlt Stroh und Holz. Na, komm hier. Oh Gott. Das läuft ja wieder hervorragend heute hier. Aber kennt ihr ja der Vorführeffekt. Weil noch eine dran ist auf jeden Fall. Gucken wir erstmal. Kriege ich da überhaupt noch eine dran? Nein. Ach Mann. Ich will nie mehr. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Wie mache ich das am dümmsten? Komm. Na komm, wo ist dein Snip Point? Echt jetzt. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um 15 Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis und fordern Sie auf, weiter zu gucken. Gibt's doch nicht. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr bei. Also, obwohl. Perfekt! Material von dem Abbruch hat gerade gereicht für den neuen Rounded Pillar. Da ran. Set längst. 4. Perfekt. So.
bin gerade am Überlegen, ob ich cutten soll, weil eigentlich wollte ich noch angeln. Da ist nicht gerade ein Mordsfisch drin. Und. Ey, das gibt's doch nicht. Habe ich schon wieder keinen. Ah, Moment, halt. Die habe ich ja gesetzt. Können wir den hier schon mal aufheben? Nichts ist eingebrochen. Das ist schon sehr schön. Na, geht doch. Meine Güte. Doch, Mann. Hier noch was hin? Nee. Lass mal so. Das lassen wir jetzt so. Keine Lust hier. Und die Ceilings brauchen wir nicht mehr. Jetzt brauchen wir das und 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 das. Dahin. Nee. Bleiben beim Plan. So, nicht schön, aber selten. Keine Ahnung, vielleicht baue ich das noch um. Ich bin mir da noch unschlüssig. Das ist einfach erstmal aus einer blöden Idee entstanden. Zack, haben wir Rämpchen. Leitern will ich auch noch dran packen. Packe ich die dahin? Oh, das sieht, glaube ich, ganz witzig aus. Sehr schön. Und dann noch ein bisschen Deko. Das brauche ich sowieso. Das. Dann das und das ganz zurück. Okay. Das ist übrigens jetzt hier ein Fass von Eco's Scorched Earth Deko. Oh, dann hätten wir ja nochmal auch von Scorched Earth Deko einen Counter oder Anrichter oder Kommode oder Beistelltisch. Ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt. Und mir ist gerade eingefallen, ich hätte ja schon mal Angeln mit runternehmen können. Ach ja,
Planung ist alles. Planung ist alles. So. Bäumchen, pflanze dich. Ein paar Palmen für unsere Ruhefrieden. Ach, Kacke. Für die Optik. Machen wir es einfach. Für die Optik. Ja, Fleisch. Verfault. Geht ja gar nicht. So. Ach, genau. Gucken wir doch mal, wie unser kleines Fischerhütchen geworden ist. Aber ich fürchte, ich werde das nochmal umbauen. Fürs Erste soll es aber reichen. Jetzt holen wir uns eine Angel und lassen den Tag ausklingen. Angel, 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 Angel. Wir angeln natürlich mit Blutegelblut. Weil da die größeren Coals eher dran gehen als an Harz. Und die kleinen wollen wir ja eh nicht haben. Aber der Capro macht mir da echt Sorgen. Stirb! Aha. Wo haben wir denn hier Fischchen, Fischchen? Oh, da gleich unter uns ein dicker, ey. Und? Ruhe. Entspannung. Muss ich aber erstmal warten. Einen will ich mit euch noch fangen hier. Mit etwas Glück wird es ein großer, weil sonst müsste ich die kleinen erstmal töten alle. Falls ihr das noch nie gemacht habt, da kommt jetzt gleich eine Buchstabenreihenfolge, die ihr genauso auch tippen müsst. Haut ihr den falschen Buchstaben, ist der Fisch weg. Und man hat immer die gleiche Zeit, egal wie groß der Fisch ist. Das heißt, je größer der Fisch und je höher der Multiplikator, umso schwieriger wird es, den zu fangen. Aber umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auf sehr guten Loot. Blueprints, seltene Rohstoffe, etc., etc., etc. Ich versuche jetzt einfach mal einen zu fangen und mit etwas Glück wird es ein etwas größerer. Man soll ja beim Angeln ruhig sein. Dann sehen wir das jetzt auch mal. Guck mal da. Da kommt ein großer. Los, beiß an. Beiß an. Ja, super. Es war ein ganz kleiner. Dann werde ich hier mal weiter mein Glück versuchen. Ansonsten war es das jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, teilt das Video, haut ein Abo raus, falls ihr das noch nicht habt. Und danke YouTube, doppeltes Abonnieren, auch das Glöckchen unter dem Video anklicken. Sonst kriegt ihr keine Nachricht, wenn ein neues Video da ist. Klingt komisch, ist aber so. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!